Das Börsenjahr 2018 hat stark begonnen. Eine anhaltend robuste Konjunktur und dauerhaft niedrige Zinsen sorgten für ein fast ideales Szenario. Doch mittlerweile mischt sich doch die eine oder andere vorsichtige Stimme in den Bullenkanon. Wie sind nun aktuell Chancen und Risiken einzuschätzen? Das wollen wir klären mit Thomas Seppi. Er ist Vorstand bei der Frankfurt Performance Management AG. Herzlichen Dank für den Besuch an einem turbulenten Tag an der Börse Frankfurt. Nicht nur hier, sondern auch an anderen Börsen dieser Welt. Ja, wir hatten Mitte Januar noch ein Allzeithoch beim DAX und nun rumpelt es ein bisschen in der Kiste. Der Dow Jones gestern mit in der Spitze 1.500, 1.600 Punkten in den Miesen. Was ist da los? Ja, nun, ich glaube, wie wir auch am Anfang des Jahres schon gefühlt haben, wir sehen sehr viele Chancen eigentlich noch in den Aktien. Es gibt noch einiges an Aktien, was preisgünstig ist und nicht teuer ist. Es gibt aber eine Gruppe, die teuer ist. Und wenn wir eine rote Lampe gesehen haben, insgesamt dann war es die Markttechnik. Uns fehlte eigentlich seit langem ein reinigendes Gewitter. Und das scheint so. Und deswegen sehen Sie mich auch eher ein bisschen lächeln als traurig an so einem Tag. Es scheint so, als wenn wir dieses Gewitter gestern bekommen hätten. Wer weiß, was wir für Nachbeben noch haben. Aber ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr gut für die gesamte Markttechnik, das, was da gestern passiert ist und was heute passiert. Und ich glaube, jetzt sortiert sich das ein bisschen und ich bin da sehr, sehr optimistisch. Manch einer sagt auch, naja, die wieder steigenden oder anziehenden Zinsen zumindest, gerade auch in Amerika, seien schuld daran. Auch in Deutschland bei der 10-Jährigen 0,7% sei schon wieder zu viel, in Anführungszeichen. Wie sehen Sie das, das Zinsthema? Also das Zinsthema ist sicherlich eine Frage vom Niveau. In den USA ist es tatsächlich so, dass man so ein bisschen die 3% vor Augen hat und das auch technischen Gründen auch begründet. Ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube, dass die Erfahrung zeigt aus den 50er Jahren, dass die Zinsen im 10-Jahres-Bereich bis 5-5,5% steigen können, ohne dass was passiert. Es ist eher die Frage der Inflation, die dahinter liegt. Und bei einem deutschen Zins von 0,7 mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Da macht sich vielleicht die eine oder andere Sparkasse oder Volksbank für ihre Zinsmarge Sorgen oder wie sie sich dort positioniert haben. Aber ich finde das sehr gut, dass der Zinsmarkt sich dorthin entwickelt. Und ich glaube, dass das den Aktien oder unseren Positionierungen, unseren Fonds nicht schadet. Dann will ich mich nochmal von der anderen Seite diesem Thema nähern. Denn auch da gibt es einige, die sagen, naja, gerade in Amerika sind die Bewertungen der Unternehmen an der Börse einfach schon ein bisschen zu hoch geworden im Laufe der Zeit. Ist das möglicherweise auch ein Grund, dass da einfach so ein bisschen wieder eine Korrektur da ist, dass die Bewertungen in ein Normalmaß zurückgeführt werden? Ja, das ist, glaube ich, so, nicht? Ich meine, wenn wir heute, wenn wir, wie Sie gesagt haben, gestern 1.600 Punkte oder 1.596 Punkte verloren haben und sind dann gerade auf ein Niveau, was Ende Dezember ein All-Time-High war, im Dow Jones gefallen, da muss man einfach sehen, dass das, also kann man durchaus relativieren. Ich glaube, dass die Unternehmensbewertung in den USA hoch ist. Ich glaube aber, dass ein kontinuierlicher Zufluss weiterhin dort erfolgen wird, weil ich glaube, dass auch die Rahmenbedingungen durch Herrn Trump und seine Steuerrahmenbedingungen sich nochmal für die Unternehmen verbessert haben. Trump hat ein sehr erfolgreiches Jahr an der Börse zumindest gehabt. Das war das beste Jahr jemals eines angehenden US-Präsidenten an der Börse. Steuerreform haben Sie angesprochen. Wird das den Unternehmen dauerhaft helfen oder ist das eine Eintagsfliege? Nein, das wird, wenn das gelebt wird, wird das dauerhaft den Unternehmen erstmal helfen. Das sehe ich schon sehr positiv. Vielleicht muss man auch noch relativieren, wenn ein amerikanischer Investor in deutschen Aktien investiert war, also im MDAX oder TecDAX, dann hat er viel mehr Geld verdient als mit dem Nasdaq und mit dem Dow Jones. Das muss man vielleicht nochmal dazu erwähnen. Ich glaube, dass die Entwicklung da sehr, sehr kontinuierlich gewesen ist. Denen fehlt einfach eine leichte Konsolidierung. Die haben wir jetzt vielleicht. Die Steuerreform hat so positive Effekte für die Unternehmen. Ich glaube, das wird uns noch, kann uns durchaus noch 2-3 Jahre in den USA zu positiven Kursen tragen. Haben wir also einen politisch-fiskalischen Einfluss sozusagen auf die Kurse, was mich zu einer Frage bringt, die auch in die ganze Betrachtung einfließen kann, nämlich die Politik. Wir haben auch in den letzten 1-2 Jahren immer wieder über politische Einflussfaktoren gesprochen, gerade auch mit den Wahlen in Europa beispielsweise. Welche Rolle spielt Politik bei Ihren Anlageentscheidungen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die große Koalition, wenn sie zustande kommt, ja, ganz gravierende Veränderungen für unsere Rahmenbedingungen hier in Deutschland schaffen wird. Es ist eher so, dass Regulationsthemen das eher beeinflussen, was bei uns passiert, als tatsächlich die Politik. Ihr Fazit also, Herr Seppi, was überwiegt aktuell angesichts der Situation beim DAX und auch bei anderen Börsen, Chancen oder Risiken an den Börsen? Ganz eindeutig die Chancen. Also nach dem Gewitter gestern würde ich einfach mal sagen, das ist super, das gibt jetzt grünes Licht auf der Technikseite. Die Bewertungen sind sowieso so, dass man es noch also erwerben kann. Den Unternehmen geht es gut, die Beschäftigungslage ist super.
Ich glaube, man macht nichts verkehrt, wenn man investiert ist. Das ist mal eine klare Ansage in diesem Gespräch an der Börse Frankfurt mit Thomas Seppi von der Frankfurt Performance Management AG zu den Börsen im Jahre 2018. Haben Sie ganz herzlichen Dank dafür. Sehr gerne, auch Ihnen vielen Dank.